Hallo, willkommen zu einem neuen Projekt. Wundert euch nicht, warum ich das gerade übersprungen habe, aber es wäre eine Sequenz gekommen, die schon extrem viel gespoilert hätte und das wollte ich nicht. Ich habe es schon mal angespielt, aber noch nie wirklich durchgespielt. Wundert euch nicht, ich werde mal ein bisschen die anderen Töne mal drunter stellen, dass die Stimmen ein bisschen im Vordergrund sind, weil ich habe mich den Ton extra lauter stellen müssen, weil ich habe nämlich gemerkt, die Sprecher hier sehr leise sind im Vergleich zum Rest. Schwierigkeitsgrad. Wenn wir tatsächlich mal auf leicht spielen, weil es ist für mich ein Spiel, was ich halt noch gar nicht so richtig kenne. Ein neues Spiel. Ja, ich habe da jetzt zwar schon Spielstände, aber das ist dann eher von den Probeaufnahmen. Das lief nämlich dann irgendwie nicht ganz so gut. Gut, dann starten wir mal. Das Spiel hat mittlerweile zwar knapp 20 Jahre auf dem Buckel, es sieht aber richtig gut aus, werdet ihr auch gleich sehen. Der Karte nach markiert dieser Steinkopf den Eingang in die verlorene Stadt. Unter der Stadt liegt der Tempel der dunklen Flussgöttin mit dem Götzen von Koruvatu. Ich bin fast da. So, hoffe ich mal, dass das für den Ton soweit passt. Hätte vielleicht sogar tatsächlich noch so ein ganz kleines bisschen runterregeln. Musik will ich immer noch so ein kleines bisschen mit im Vordergrund haben bei euch. So. Erstmal werden wir nur ein paar Hinweise kriegen für die Steuerung. Gehe auf Hindernisse zu, um diese zu überwinden. Er klettert dann automatisch hoch. Drücke um vorwärts, um dich an einer Kante hochzuziehen. Das ist erstmal ein Tutorialgebiet. L-Taste, um hinter Indie zu bewegen, die Kamera, das ist halt eher mal so ein Rundumsicht. Allerdings muss man bei dem Spiel ein bisschen vorsichtig sein, der gute Indie kriegt relativ schnell Schaden, wenn er irgendwo runterfällt. Daher mal vorsichtig fallen lassen. Suche geheime Bereiche. Dort findest du Artefakte und nützliche Gegenstände. Mal wieder so ganz klassisch hinter Wasserfall, aber das konnte man gerade schon direkt sehen. Der keucht aber ganz schön, der gute Alte. Ruhm und Reichtum, ich komme. Götze des Ramba Vihara. Artefakte wie die Statue sind im ganzen Spiel versteckt. Ja, wir haben eine Menge zu suchen und ich freue mich da auch schon drauf. Ich werde versuchen, natürlich möglichst viel zu finden. Ob ich alles finde, kann ich nicht versprechen. Wie gesagt, das ist ein Blind-Projekt. Ich kenne nur die erste Welt von früher vom Amtsspielen her. Leider ist da das Windows kaputt gegangen und ich musste den PC neu ausspielen. Damit war der Spielstand futsch. Und habe seitdem nicht mehr gespielt und nachdem dann Windows 10 kam, war es gar nicht mehr spielbar. Weil einfach nicht mehr kompatibel war. Und habe es dann nach langer Zeit für die Xbox dann noch geholt. Obwohl es früher tatsächlich sogar eigentlich einer der Gründe war, warum ich eine Xbox kaufen wollte. Gelegentlich erscheinen in der rechten Bildschirmecke verschiedene Symbole, die zeigen an, was du in einer Situation tun kannst. Da hinten ist das Wasser und hier ist ein Weg. Ich muss irgendwie durch das Gestrüpp. Ja, da oben sah man schon ein Symbol mit einer Machete. Haben wir aktuell nicht.
Ich könnte hier eigentlich meine Feldflasche auffüllen. Diese Feldflasche ist übrigens unser Heilgegenstand. Also Texturen und alles sind noch echt gut und scharf für das alte Spiel. Das Spiel kann sich wirklich sehen lassen. Stützt Indy aus großer Höhe ab, verletzt er sich. Springe jetzt in den in den Bereich direkt vor dir. Ich habe da noch was anderes vor. Kommen wir hier gar nicht hoch? Nö. Naja, das heißt ja, versteckte Bereiche suchen. Das war anscheinend ein Bereich, wo nichts versteckt war. Wenn da mal hier und da ein paar verwirrende Controller-Tasten von mir durchgesagt werden, dann liegt das daran, weil ich das Xbox-Pad nicht ganz so immer im Kopf habe, sondern automatisch PlayStation-Tasten sage. Ich weiß aber, was ich drücke, aber es sind halt die PlayStation-Tasten, die ich dann im Kopf habe. Unsere Machete. Ja, jetzt müssen wir den langen Weg nehmen. Oder wir lassen uns hier fallen. Hier war ja noch so eine umgestürzte Säule. Ja, gut, das Inventar haben wir eben schon eingeblendet gehabt. Bahne dir mit der Machete einen Weg durch die Weinranken. Das ist doch ein Fall für die gute alte Peitsche. Ich habe ja meine Peitsche dabei. Brauchen wir die Machete. Da sind wir aus dem Tutorialgebiet raus. Ups. Elfenbeinjäger. Mit den Kerlen ist nicht zu spaßen. Ich muss aufpassen. Natürlich mit der guten alten Originalstimme von Indy. Ist mir auch sehr gut gefällt. Ja, Indy kann sich auch prügeln. Geht ja nur hier weiter. Ja, ich hätte mich fallen lassen sollen. Gegner lösen sich auf, also es ist jetzt nicht sonderlich brutal, aber ich glaube tatsächlich sogar, dass das in allen Versionen so ist. Ich meine nämlich jetzt nicht, dass irgendwie was speziell. Indy sollte die Kisten dort zerstören, vielleicht enthalten sie etwas Nützliches. Ah, hier war was drin. Munition. Und hier ist nichts drin. Können wir eventuell die Gegner da vorne anders ausschalten? Autsch.
Autsch. Autsch. Geschafft. Ach, hier liegt was. Eine Schaufel. Ach stimmt, falsche Taste. Ah Gott, hier hätten wir eine Waffe gehabt. Ah Gott, hinterher ist man immer klüger. Suche eine Flasche oder einen Stuhl. Also viele Gegenstände kann er als Waffe verwenden. Also egal was du hier quasi hast, du kannst es als Waffe benutzen. Kann auch die Kisten? Nö. Okay, da ist nirgends so was drin. Okay, mit A kann man die Sachen schmeißen. Ups. Du hast vertreten. Okidoki. Naja, meine Idee war nämlich gewesen, oben auf die Kiste zu schießen, dass sie runterfällt. Das hat anscheinend nicht geklappt. Da hinten kommen wir zwar rüber, aber hier oben könnte vielleicht noch was sein. Wir können die Fenster frei machen, warum auch immer. Ob das irgendeinen speziellen Sinn hat, das weiß ich nicht. Das große Fenster bestimmt auch. Erstmal wieder den Indie auffüllen. Die andere Flasche ist ja voll. Eieiei, was wird da gefallen? Okay, also mit der Y-Taste können wir auch Wände entlang laufen. Auch eine gut gemachte Animation. Ah! Moment mal, ich glaube, da war was drin. Ruhm und Reichtum. Eine Mahavatu-Maske. Okay. Da war tatsächlich was drin. Guck mal hier abkürzen. Jo. Und hier muss ich mich nochmal voll heilen. Gut, also wir hätten quasi erstmal hochgemusst, um dann die Kiste runterzuwerfen, um die Gegner damit zu erledigen. Das hätten wir allerdings dann auch erstmal schaffen müssen, da hochzukommen. Na gut, das war jetzt nicht so schwer. Die anderen Kisten scheinen unkaputtbar zu sein. Habe ich mir noch gedacht. Also man sollte auf jeden Fall standardmäßig die Peitsche ausgerüstet lassen, so wie ich das sehe.
Mit der Peitsche kannst du auch Säulen und etc. umschmeißen. Ja, da war der Tech zu schnell weg. Okay, ich denke mal, wir müssen hier runter. Von dem kleinen Stückchen hast du schon einen kaputten Fuß. Mann. Ihm die hält hier ja gar nichts aus. Das ist doch nicht hoch. Hat sie den Zeh umgeknickt oder was war das? Okay. Wir können tauchen und schwimmen. Beim Tauchen nimmt der Indy seinen Hut ab. Dann haben wir so eine Tauchanzeige. Ich glaube, wir sollten mal kurz ein bisschen an die Luft gehen. Von Tomb Raider her weiß ich, dass auch öfters unter Wasser so Gegenstände versteckt sind. Hier ist Wasser. Quellwasser. Okay, da hinten ist eine Tür, die ist dicht. Irgendwo ein Stöpsel oder so in der Richtung. Oder muss ich von hier aus? Aber ich denke mal, ich muss von hier aus springen. Siehst du die Beinranke rechts von dir? Spring auf die Ranke, damit du nach ihr greifst. Such den verdammten Amerikaner! Von Beck will seinen Kopf! Von Beck? Den kennen wir doch. Da ist er! Okay, die Texteinblendung hat mich gerade blockiert, waffentechnisch. Das war ein bisschen doof. Du sollst nicht trinken, du sollst schlagen. Schönen Dank. So gefällt mir das schon besser. Schrotflinte mit einem Schuss. Wow. Falsche Taste. Mit keinem Schuss. Mist. Ich komme hier und da noch ein bisschen mit der Steuerung durcheinander. Also, die meiste Zeit zocke ich ja aktuell an den Sony-Konsolen. Dementsprechend kommt das auch des Öfteren mal vor, dass ich jetzt wahrscheinlich die falschen Tasten erwische.
Hier ist nicht zufälligerweise neue Munition für mich drin. Nein? Schade. Gut, irgendwie nicht alle Gegner verschwinden. Der bleibt liegen. Mann, ist der am Keuchen. Was los, Indy? Wirst alt? Indy kann sich mit seiner Peitsche zu höher gelegenen Punkten herausziehen. Okay. So weit, so gut. Oh. Schöne Überraschung. Jetzt sind wir erstmal nass. Ob wir hier in der Brühe auch irgendwo noch was finden. Okay, wir haben ja Luft. Nichts unter Wasser. Top-Rider typische Versteck wurde bis jetzt noch nicht benutzt. Ah. Ist wahrscheinlich so offensichtlich. Ehrlich, ja. Oh, fast daneben gesprungen. Okay, da ist ein Weg und hier ist ein Schalter. Schalter und Hebel benutze mit Y. Verdammte Moskitos! Such diesen verdammten Amerikaner. Van Beck will seinen Kopf. Das hat nicht ganz so funktioniert. Naja. Keine Pistolenmunition für mich. Also irgendwie das wird aus der Deckung rausschießen, da muss ich noch ein bisschen üben. Das hat irgendwie nicht so funktioniert. Keine Ahnung, ob wir alle Verstecke gefunden haben. So, ich schau mal,
was unsere Aufnahmezeit sagt. Ja, knappe halbe Stunde, das reicht noch nicht. Nicht für eine Premiere. Geht sofort weiter, ich muss noch schnell einen Schluck trinken. Hier ist nämlich extrem warm aktuell. So, wie gesagt, keine Ahnung, ob wir alles finden. Ich werde natürlich versuchen, möglichst viel zu finden, aber ich kann nicht versprechen, dass ich alles finde. Ah, okay. Wenn da oben so ein Symbol kommt, müssen wir einfach nur die Y-Taste drücken und der nimmt automatisch den richtigen Gegenstand. Da stand die Kamera gerade ein bisschen doof. Naja, das mit den Packen hat auch nicht so richtig funktioniert. Naja, ich muss mich halt erstmal in die Steuerung einüben. Ist auch so doof. Au. Wir können uns auf jeden Fall immer die Waffen auch von den Gegnern schnappen. Naja, also bis jetzt ist das noch nicht alles so elegant, was ich da mache. Aber ich denke mal, bei einem Blind Let's Play ist das zu verzeihen. Und das bisschen, was ich davon gesehen habe, ist so viele Jahre mittlerweile her, dass ich wirklich überhaupt gar nichts mehr weiß. Nichts. Ach, schon wieder so eine dumme Schaufel. Keine Munition, kein gar nichts. Diese Kisten sind es auf jeden Fall nicht besonders sinnvoll gewesen bisher. Okay. Okay, wir können auf jeden Fall oben lang und wir können unten lang. Wir gucken uns erstmal unten um. Muss ein bisschen aufpassen, dass die Mimose nicht von zu hoch fällt. Weil bei einer gefühlten Höhe von 10 cm bricht er sich den Zeh. Such den verdammten Amerikaner! Von Beck will seinen Kopf! Okay, da ist eine Leiter und da waren Stimmen. Also ich gehe mal davon aus, dass das der richtige Weg ist und dass da oben optional ist. Optional heißt nämlich meistens Gegenstände.
Da sind Kisten. Da am Fenster war auf jeden Fall gerade einer. Okay, vielleicht ist das dann doch nicht ganz optional. Ich meine, nicht ganz der Hauptweg. Sind da oben die Gegner optional? Ich weiß es nämlich nicht. Danke. Wieder nichts drin. Kisten voller Enttäuschung. Taste. Was der am Keuchen ist die ganze Zeit. Aber optisch ist auch echt eine Wucht. Man muss echt sagen, das haben die wirklich gut hingekriegt. Und das Spiel ist so gut gealtert. So. Hab schon gewundert, hä? Da war doch eben eine Tür aufgegangen. Was haben wir denn hier? Ein Medikit. Das ist sehr gut. Schrotpatronen. Okay, die Gegner ausschalten war also, beziehungsweise den Gegner ausschalten war optional. Für Munition und andere gute Sachen. Hat sich das Ganze ja sogar gelohnt. Wow. Das war ein bisschen viel Schwung. Und die Tür waren wir ja schon. Such diesen verdammten Amerikaner, Van Beck will seinen Kopf. Okay, wir können nicht in die Tür rein und da auch nicht rein. Ah!
Na, so langsam wird's. Brauchst du immer noch ein bisschen Übung bei den Kämpfen, aber... So viele Kisten und nichts drin. Die Gegend ist auf jeden Fall mega gut designt, muss ich einfach sagen. Hier ist die Wand dünner. Wenn ich Sprengstoff hätte, könnte ich ein Loch in die Mauer sprengen. Ich glaube, wir heilen uns mal. Das liegt irgendwie nicht so gut. Such diesen verdammten Amerikaner! Selbst in die Luft sprengen. Stopf dir mit deiner Peitsche das Maul! Oi, er ist hier! Hoppala! Das hat man das Spiel gerade nicht so ganz begriffen, weil ich da so ein bisschen an der Kante hängen geblieben bin. Das war mal wieder gerade auch so ein Kampf mit typischem Indie-Humor. Der Gegner wollte gerade so ein bisschen den Dicken markieren und zeigen, wie stark er ist. Und ja, Indie hat da mal herzhaft zugetreten. So, einmal voll heilen gehen. Also bis jetzt muss ich sagen, kriege ich ganz schön auf die Backen. Also ich bin definitiv noch nicht richtig drin im Spiel. Ich denke mal, das erfordert auch mal ein bisschen Übung, bis ich das einmal richtig drin habe. So richtige Rätsel werden natürlich mit der Zeit mehr kommen. Bedenkt dran, wir haben immer noch Tutorial-Gebiet. So ein bisschen, das ist ja auch gerade mal das erste Level. Gerade irgendwie nicht hochklettern. So.
hat gescheppert. Ha. Da war nur ein Schuss drin. Das steht auf jeden Fall, wenn man einmal im Abschnitt etwas nicht gefunden hat, war es das mit nochmal zurückgehen. Nach jedem Loading Screen passiert irgendwo anscheinend immer etwas, was den Weg komplett blockiert. Was sagt die Zeit? Die Kämpferei hat ja doch ein bisschen Zeit im Anspruch genommen. Ja, 42 Minuten, das sollte für den Premiere-Part erstmal reichen. Also, wie schon gesagt, rechnet mal damit, dass ich am Anfang noch ein bisschen Probleme mit der Steuerung haben werde, dass ich mich da erstmal einspielen muss. Da ich halt überhaupt keine Übung in dem Spiel habe. Und ja, ich denke mal, es wird viel Spannung geben. Einiges an kleinen Witzen und Humor, wie man es von Indie so kennt. Und ja, ich denke mal auch noch ein paar knackige Rätsel werden kommen. Die müssten eigentlich drin sein. Weil den Ruf hat das Spiel. Und ja, danke für alle, die bei der Premiere dabei waren. Und wir sehen uns dann im nächsten Part. Bis dann.